Möglicherweise kennen einige von euch die Backrooms. Ich möchte es euch erklären. In unserer Realität herrscht vermeintlich ein Glitch. Das kennen wir wahrscheinlich aus vielen Videospielen. Wenn man sich dort durch eine Ecke oder eine Wand drückt, fällt man aus der Karte heraus und findet sich anschließend mitten im Nirgendwo wieder. Und eventuell besteht so etwas auch in unserer Welt. Du steckst im Aufzug und schaust erwartungsvoll auf die alten, teilweise vergilbten Stahlwände der sich öffnenden Tür zum nächsten Stockwerk. Egal, ob es sich um den Aufzug deiner eigenen Wohnung, deiner Arbeit oder eines Einkaufszentrums handelt. Du gelangst in die Erwartung, den vorgesehenen Raum zu betreten, aber das ist nicht der Fall. Stattdessen landest du in einer alternativen Dimension. Eine, in der grelles Neonlicht und ein feuchter gelber Teppich den Raum beherrschen. Das Einzige, was du sehen kannst, sind halbhohe Wände und endlose Räume, die alle in einem furchtbaren gelben Design tapeziert sind. Willkommen in den Backrooms. Sie haben schon auf dich gewartet. Der Gedanke, plötzlich und unwissentlich in einer anderen Welt als der eigenen zu landen, ist erschreckend. Einige beschreiben die Backrooms als schmuddelige Büroräume, aus denen es kein Entrinnen gibt. Andere beschreiben sie als ein mehrstufiges Paralleluniversum. Auf einigen Ebenen wimmelt es von schrecklichen Wesen, die immer gewalttätiger werden, je tiefer man kommt. Es gibt verschiedene Theorien über die Kreaturen und darüber, was sie einem antun können und wollen. Zu den Fakten. Es gibt 8 Hauptebenen und 3 Nebenebenen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sind sie dokumentiert. Ebene 0 beginnt mit die Lobby. Ebene 1. Lauernde Gefahr. Ebene 2, Pipe Dreams. Ebene 3, Elektrostation. Ebene 4, Büro. Ebene 5, Terrorhotel. Ebene 6, Licht aus. Ebene 7, das überflutete Haus. Und Ebene 8, das Höhlensystem. Nicht eine davon klingt reizvoll. Auch nicht das Büro. Sprich einfach mit jemandem, der die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens in einer Arbeitskabine verbringen musste. Wir befinden uns im Stockwerk 0, dem obersten Stockwerk. Wie bereits erwähnt, ist es das Stockwerk mit den schmuddeligen Teppichen und schimmeligen Tapeten. Es gibt ein paar Kreaturen, die Entities genannt werden. Einige sind hilfreich und verhalten sich eher passiv, während die meisten unglaublich aggressiv sind. Der Großteil der Unterlagen über diese Wesen stammt aus Kratzern an den Wänden oder aus Notizen, die auf Zetteln hinterlassen wurden. Es scheint, dass man beim Betreten der Backrooms zu seinen höhlenmenschlichen Wurzeln zurückkehrt und Feldzeichnungen an den Wänden anbringt, um für die armen Leute, die einem folgen, eine Nachwelt zu schaffen. Das verbreiteteste Wesen auf dieser Ebene sind die sogenannten Facelings. Sie nehmen scheinbar die Form von männlichen Menschen an, allerdings besitzen sie keine Gesichtszüge. Sie sind auf Ebene 0 stets freundlich. Darüber hinaus gibt es Six Arms, die als aggressiv gelten, aber bisher nur einmal auf Ebene 0 gesichtet wurden. Dies sind schemenhafte, schwarze Wesen, so dunkel wie der tiefste Schatten der Nacht. Und wie der Name es vermuten lässt, besitzen sie 6 Armpaare. Es wird angenommen, dass die Ebene 0 relativ sicher ist. Die einzige Sorge ist Nahrung und Wasser. Vielleicht findet man einen Stützpunkt oder hat das Glück, andere Menschen zu treffen. Aber aufgrund der Größe dieses Levels wirst du höchstwahrscheinlich allein sein. Vielleicht findest du verstreut Mandelwasser,
wobei noch niemand erklärt hat, wodurch das Mandelwasser in den Backrooms so begehrt ist. Aber genieße es, wenn du es findest. Es ist aber immer noch sehr selten, welches zu finden. Und wahrscheinlich musst du das Wasser aus den Teppichen holen. Es ist angeblich nicht schädlich für den Menschen. Es gibt Gruppen, die Schimmelpilze auf den Tapeten züchten und ernten. Ich schlage vor, dass du das auch tust, wenn du dich dort wiederfindest. Das ist besser als zu verhungern. Ich habe nicht gesagt, dass das so angenehm sein würde, oder? Ebene 1 wird zu Recht als lauernde Gefahr bezeichnet. Wenn du hier gelandet bist, mach dich darauf gefasst, dass es von jetzt an immer schlimmer wird. Auf dieser Stufe gibt es mehr Entitäten. Es wird angenommen, dass es hier auch nicht sehr viele Freunde gibt. Die Wesenheiten, die du hier antriffst, sind Dallas, Hounds und Skinstealers. Allesamt gefährliche Wesen. Auf dieser Ebene ist es wichtig, so geistig gesund wie möglich zu bleiben. Es wird angenommen, dass sich die Kreaturen hier von deiner Angst und Schwäche ernähren. Sie können erkennen, dass du dich schon seit einiger Zeit auf Stufe 0 befindest. Auch die Nahrung und das Wasser sind hier ähnlich. Der Schlüssel zum Überleben liegt darin, den Hounds auszuweichen. Ein Hound ähnelt einem Menschen, der auf Händen und Füßen krabbelt, aber Ellbogen und Knie sind in die andere Richtung gekrümmt. Das Gesicht ist von struppigen, verfilzten, dunklen Haaren umgeben und sie sind bei jeder Begegnung äußerst angriffslustig. Wenn du einem begegnest, hast du nur zwei Möglichkeiten. Weglaufen oder ihn anstarren. Man geht davon aus, dass die Hounds, auch wenn sie bösartig sind, eingeschüchtert sind, wenn man irgendeine Form von Dominanz demonstriert. Starre ihnen in die Augen, bis sie sich abwenden. Oder wenn du bereits aus Angst weggelaufen bist, dann renne so schnell du kannst. Lauf in jeden Raum, den du siehst, mach kehrt irgendetwas, um den Hound von deiner Spur abzubringen. Die Skintakers sind die am meisten gefürchteten Kreaturen auf dieser Ebene. Obwohl sie normalerweise gutmütig sind, verschlingen sie jedes Lebewesen, das sie sehen, sobald sie Hunger verspüren. Sie tragen dein Hautfleisch auf ihrem eigenen Körper. Ich meine damit nicht, dass sie deine Haut nehmen und sie über ihren Körper ziehen. Sie nehmen deine Gestalt an und sehen so aus wie du. Zudem können sie die Stimme der letzten Person imitieren, die sie getötet haben. Wenn du dich auf dieser Ebene befindest und Schreie oder Hilferufe hörst, dreh dich sofort um und greif nicht an. Auch wenn sie nicht hungrig sind, solltest du dich nicht mit ihnen anlegen. Sie können leicht verärgert werden. Schließlich wirst du den Eingang zu Ebene 2 sehen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ebene 2 besteht hauptsächlich aus dunklen Wartungstunneln, die sich über Millionen von Kilometern erstrecken. Die wenigen, die überlebt haben, haben sie Pipe Dreams genannt. Überall ist eine dicke, schwarze Flüssigkeit zu finden. Es gibt Sackgassen, verriegelte Türen, sowie offene Türen, die ins Nirgendwo führen. Level 2 wird schwieriger als die letzten Ebenen. Die Gänge sind eng und verhindern die Flucht vor den Wesen, denen du begegnen könntest. Nahrung und Wasser sind auch schwieriger zu finden. Die Entities sind einige der gefährlichsten in den Backrooms. Ja, es wird immer besser. Die Wesen, denen du hier begegnest, sind Smiler, Clumps, Hounds, Deathmots, Skintaker und Insanities. Ein paar davon kennst du, aber die anderen brauchst du nicht zu kennen. Du musst nur fliehen, sobald du sie siehst. Du wirst Glück haben müssen, was Nahrung und Wasser angeht. Die einzige Flüssigkeit, die konsistent ist, ist der schwarze Schlamm, der vermutlich giftig ist. Auch die Temperaturen beginnen hier zu steigen. Auf dem Gang wird es nicht allzu schlimm sein,
Aber wenn du dich in einem Raum aufhältst, wirst du eine intensive Veränderung der Hitze spüren. Manche sagen, dass es über 40 Grad Celsius sein werden. Versuche, dies um jeden Preis zu vermeiden. Aber wenn du hindurchgehen musst, mach es so schnell wie möglich. Wenn du zu lange in der Hitze bleibst, wirst du möglicherweise in eine andere, noch gefährlichere Ebene der Backrooms befördert. Du willst jede Ebene durchqueren und nicht ins Ungewisse springen. Glaub mir. Das bringt uns in Etage 3, die Elektrostation. Keine Überraschung hier, wir sind immer noch in unmittelbarer Gefahr. Außerdem befinden sich hier mehrere Wesen, die jetzt vor Ort töten werden. Seltsamerweise gibt es in diesem Stockwerk aber reichlich Ressourcen, sogar Telefone. Es ist immer noch wichtig, seinen Verstand zu bewahren. Alles in allem empfiehlt es sich, den Aufenthalt hier kurz zu halten. Lass dich nicht in die Falle locken, sondern nimm mit, was du kriegen kannst und finde den Ausgang zur nächsten Ebene. Die Überlebenschancen sinken mit jeder Sekunde. Um diese Ebene zu verlassen, musst du einen Aufzug auf der linken Seite der Wand finden. Wenn du ihn betrittst, gelangst du höchstwahrscheinlich auf Ebene 5. Aber wenn du Glück hast, landest du manchmal auch auf Ebene 4, dem Büro. Ebene 4 ist eine willkommene Abwechslung zu dem Wahnsinn, den du bis jetzt erlebt hast. Sie ist weitgehend frei von Entitäten. Wie auf Ebene 3 gibt es auch auf dieser Ebene reichlich Nahrung und Wasser. Hier gibt es sogar Trinkbrunnen der Nullerjahre. Du wirst hier häufiger auf Menschen treffen. Sobald ihr die relative Sicherheit entdeckt habt, werdet ihr hier bleiben wollen. Das haben schon viele Überlebende getan. Auf dieser Stufe musst du entscheiden, was du tun willst. Bleibst du für immer im Büro oder versuchst du zurück in die reale Welt zu fliehen? Wenn du dich für die Flucht entscheidest, wird es von hier an nur noch schwieriger. Ebene 5 ist bekannt als das Terrorhotel. Ja, es ist wahrscheinlich besser, wenn man den Namen dieser Etage nicht kennt, bevor man ankommt. Es ist jedoch relativ leicht zu überleben, da die Bedrohung hier eher psychologischer und physischer Natur ist. Man sollte diese Etage aber nicht unterschätzen. Es sieht aus wie ein Hotel aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es gibt nur wenige Hauptbereiche, zu denen du Zugang haben wirst. Die Haupthalle und der Heizungsraum. Auch hier gibt es Entities. Große Überraschung. Die Deadmods sind die prominentesten Bewohner. Ehe du dich versiehst, schwärmen sie aus und infizieren dich mit ihren giftigen Stichen. Es gibt Berichte, dass ein Angriff der Motten in den Backrooms dazu führt, dass man innerlich und äußerlich mumifiziert wird. Aber wie normale Motten werden sie vom Licht angezogen. Also halte dich so oft wie möglich in der Dunkelheit auf. Es gibt auch Gerüchte über die Bestie von Stockwerk 5. Es ist gekleidet wie ein Mann, mit Anzug und allem, jedoch mit einem Ochsengesicht. Es ist nicht allzu schwierig, wieder herauszukommen. Finde einfach den Aufzug, mit dem du gekommen bist. Er wird sich nicht an derselben Stelle befinden. Geh in der Dunkelheit weiter, bis du die bekannten Aufwärts- und Abwärtspfeile siehst. Die einzige Möglichkeit ist, nach unten zu gehen. Du hast nun Ebene 6 gefunden. Es wird ein Albtraum sein. Es wird allgemein als die gefährlichste Ebene von allen angesehen. Sie heißt Licht aus. Wenn du es überlebst, hier durchzukommen, hast du wirklich Respekt verdient. Die meisten Leute kommen aus Versehen hierher, indem sie entweder durch ein falsches Fenster oder eine Stelle in einem Gang fallen. Manche erforschen irrtümlich den Heizungsraum von Ebene 5 und gelangen in diese schreckliche Leere. Hier gibt es überhaupt kein natürliches Licht. Wer keine Taschenlampe oder ein Feuerzeug dabei hat, wird nicht überleben. Menschlicher Kontakt ist unmöglich. Offenbar bist nur du hier.
Das bedeutet auch, dass es nur wenige Wesen gibt, was das einzig Gute an diesem Ort ist. Der größte Feind wird dein Verstand sein. Du selber musst dich daran erinnern, wer du bist und wo du bist. Wenn du dich nicht selbst bewahren kannst, wirst du zu einem Insanity. Eine zombieartige Kreatur, die sich von der Angst der anderen ernährt. Du wirst dich frei in den Backrooms bewegen können. Nur nicht in deiner menschlichen Gestalt. Es heißt, wenn du mehr als 48 Stunden überlebst, wirst du in Ebene 7 landen. Es gibt weder eine Tür noch einen abgeschnittenen Bereich. Du wirst dich auch nicht daran erinnern können, wie du überhaupt dorthin gekommen bist. Ebene 6 hat eine Unterebene. Falls du von einem Wesen gejagt wirst oder das Gefühl hast, dass dein Verstand nachlässt, leg dich flach auf den Boden. Es besteht die Möglichkeit, dass du in die Ebene 6.1 gerätst. Dies ist ein leerer Raum, der mit Vorräten gefüllt ist. Komisch, aber wahr. In Ebene 7 findest du dich in einem Bereich eines Raumes wieder, der wie Ebene 0 aussieht. Aber im Ozean. Das ist nicht so spektakulär, aber es gibt verschiedene Wasserebenen, auf denen man laufen kann. Es ist leicht, hier die Orientierung zu verlieren. Man läuft und dreht sich plötzlich um 180 Grad und taucht in eiskaltes Wasser ein, das inzwischen bis zum Hals reicht. Wegen der Unterkühlung und den unsichtbaren Kreaturen ist es nicht ratsam, hier lange zu bleiben. Außerdem musst du das Ding auf Ebene 7 meiden. Man glaubt, dass es jeden anderen Menschen und jedes Wesen auf dieser Etage tötet. Zu diesem Zeitpunkt wirst du wahrscheinlich kaum noch Nahrung und Wasser haben. Es gibt reichlich Wasser, aber du solltest versuchen, mit anderen Menschen zu handeln. Es gibt auch ein Gerücht über einen Kult auf Ebene 7, der das Ding anbetet. Entweder nimmst du ihr Angebot an und wirst einer von ihnen, oder du lehnst ab. Wenn du ablehnst, werden sie trotzdem mit dir handeln, aber dich vielleicht unter Drogen setzen und an das Wesen verfüttern. Dieser Ort ist wirklich furchterregend, denn niemand weiß, was hier real ist. Der einzige Weg aus Ebene 7 führt durch eine Unterwasserhöhle. Wenn du sie in einem der Räume findest, kannst du dich unglaublich glücklich schätzen. Du hast eine der letzten Ebenen betreten. Ebene 8. Das Höhlensystem. Die einzige Hoffnung, die du hast, um den Ausgang zu finden, ist das Zufallsprinzip. Die Höhle besteht aus endlosen Meilen der Dunkelheit. Die Höhlensysteme sind übersät mit Entities. Man sagt, dass Spinnen die Herrscher dieses Ortes sind. Es ist nicht ungewöhnlich, hier auf ein Nest einer Königin zu stoßen. Man sollte jede Gelegenheit nutzen, um durch den Boden oder die Wände zu klettern. Die Etagen nach 8 sind nicht dokumentiert und können daher nicht genau beschrieben werden. Diese Etagen werden als die quanteninstabilen Stockwerke bezeichnet. Jedes Stockwerk, das ich erwähnt habe, hat ein zweites Stockwerk. Die bekanntesten sind die Drehscheibe, der Bienenstock und das Ende. Das Ende ist eine Scheinetage, die den Benutzern vorgaukelt, sie seien aus den Backrooms entkommen. Diese Etage ist relativ gefährlich und es wird geraten, keine Tür zu betreten, die mit Ausgang gekennzeichnet ist. Das Ende ist jederzeit absehbar. Gott sei mit euch, wenn ihr diesen Ort betreten habt. Der Bienenstock ist ein endloses Labyrinth aus Kavernen und Höhlen, die mit fleischiger, pulsierender Haut bedeckt sind. Es wird gemunkelt, dass die Wesenheiten alle von hier stammen, was bedeutet, dass sie sich irgendwo fortpflanzen müssen. Es ist natürlich auch die Etage mit den meisten dokumentierten Entitäten.
Wenn man Pech hat, kann man diese Etage von Ebene 6 oder 8 aus betreten. Es kann durch einen Korridor direkt westlich des Einganges verlassen werden. Das Zentrum ist ein Tunnel mit Türen auf beiden Seiten, die zu den Hinterzimmern führen. Zurzeit kann man nur die Ebenen 1, 2 und 3 über den Knotenpunkt betreten. Soweit wir wissen, können Entitäten das Zentrum nicht betreten. Dadurch ist es stark von Händlern frequentiert. Das ist ein weiterer Ort, an dem man sich aufhalten sollte, wenn man den Rest seines Lebens in relativem Komfort verbringen möchte. So, wir kennen jetzt alle dokumentierten Ebenen der Backrooms. Die Frage ist nun, wie würdest du überleben? Ich denke, ich würde auf Ebene 4 aufgeben. Das Risiko ist mir zu groß. Also, was würdest du tun?